Willkommen. Das Spiel beginnt jetzt. Es ist immer schon Aufgabe der AG Kultur gewesen, als Kulturzentrum kritisch diskursiv zu arbeiten. Das Festival ist einfach ein gesellschaftspolitischer Auftrag, den wir uns selbst stellen. We cannot have passed noon again. Need a quick change of scene as if I live. Freedom for me means being able to celebrate yourself no matter what the color of your skin is, what your sexuality is, or where you come from. You said you'd hate if I go back to my business, so why have I should have. Bock auf Kultur gibt es bisher nur in Wien. Es war uns einfach wichtig zu sagen, das ist absolut unterstützenswert, was die Frau Bock da macht. Und deshalb haben wir das erste Mal außerhalb von Wien Bock auf Kultur veranstaltet. Zunächst einmal vielen Dank, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich habe einen Verein, der Flüchtlinge unterstützt und Asylwerber, und versuche heute ein bisschen diese Grauslichkeiten, die es jetzt in der Zeit gibt, ein bisschen zu verbessern. Also ich glaube, dass keiner das Recht hat, mir das Leben abzusprechen. Bei mir war mal einer, das war ein Israeli, der über Russland nach Österreich gekommen ist, und der hat gesagt, auf der ganzen Welt ist für mich kein Platz. Und sowas ist furchtbar, bitte. Lost Highway, lost. Wir haben uns gern. Lost Highway, lost. Wir kennen uns nicht, um Österreich einen Stacheldraht ziehen und so, und da kommt keiner herein, das ist Quatsch. Frontiers ist tatsächlich ein Computerspiel, das einen ernsthaften thematischen Grundansatz verfolgt. Nämlich, es stellt den Spieler oder die Spielerin vor die Frage, wie verhalte ich mich als Flüchtling und wie verhalte ich mich als jener, der versucht, Flucht zu verhindern. Wenn man halt dann Flüchtling spielt und dann total hilflos ist eigentlich und nichts gegen die Polizisten machen kann, die eigentlich Waffen benutzen dürfen, ist es schon ziemlich halt beängstigend. Ich habe eigentlich eine reale Situation und komme maximal bis zum Ausgang von einer Stadt, maximal bis zum nächsten Level, aber dort geht es eigentlich dann weiter. Ich finde es ganz spannend, auch einfach ohne die Gewalt, sondern einfach probieren mit seinen Fähigkeiten, mit Ducken, Springen irgendwie rauszukommen und den Polizisten zu entweichen. Es wurden 2009 weltweit mehr erwirtschaftet mit dem Verkauf von Computerspielen als mit dem Verkauf von Musik. Das heißt, das Computerspiel ist das ökonomisch bedeutendste Unterhaltungsmedium, das zurzeit existiert. Wenn ich durch ein Spiel ein besserer Mensch werden könnte, durch Spiel alleine, dann könnte ich ja tatsächlich durch Spiel auch ein Killer werden. Beide stimmen nicht. Es braucht bei beiden die Anlässe von außen. Ich sehe das eher so, dass die Serious Games etwas ist, das E-Commerce-Business, auch von der Industrie, von klassischen Industriebranchen, sehr stark in Zukunft nachgefragt wird. Wir wollten bewusst kein Spiel machen, das zwar den pädagogischen Effekt hat, wo uns dann der Lehrer danach auf die Schulter klopft, sondern ein Spiel, das die Spieler spielen, nicht der Lehrer. Es ist sicher ein guter spielerischer Umgang mit dem Ganzen. Das ist sicher besser, als wenn man das in einem Buch liest drüber. Revolution kommt überall, also die wird auch vom Gamepad nicht Halt machen.
Ich glaube aber nicht, dass sie nur dort passieren wird. Wenn ich mit Asylbewerbern arbeite, genieße ich sehr, sehr, dass ich wieder so nah zu den Menschen, so ausdrucksvoll, so offen in Kommunikation. Ich komme wieder zu dieser Lebenskommunikation. Ich spüre, da gibt es einen Lebensgrund und ich muss dafür meine beste Energie investieren, meine beste Motivation, sodass sie sich wohlfühlen und sie das weiterleiten können, wenn sie auf der Bühne sind. Das Wort Spiel ist sehr klar von Anfang an zu mir gekommen, Spiel, weil ich habe mir gedacht, wenn ich versuche mit ihnen zu spielen, es ist ganz anders, als ich versuche, eine Choreografie für ihnen zu erarbeiten, wo ich ihnen einfach Bewegungen lerne. Die Spieler befinden sich gerade in ihrer Heimat. Wir begleiten sie einen Tag lang. Man kommt in ein Land voll mit Energie, mit Wünschen, mit der Hoffnung. Diese große Hoffnung inspiriert mich sehr, weil erinnert mich in meine eigene Hoffnung, motiviert mich wieder, so erfrischt mich. Wer von euch will reisen? Wir bemühen uns irgendwie ein Gerüst zu bauen, damit die einfach einmal ganz ihre Stärken präsentieren können und einfach ganz anders präsentiert werden, als das öffentliche Bild sie sonst gern sehen würde. Hallo, guten Abend. Ich heiße Ahmad Shah Hosseini. Ich komme aus Afghanistan. Meine Stadt ist Ghazni. Der Inhalt von den Auswärtsspielen oder vom Auswärtsspiel im Sinne von, wie ist es, wenn ich darauf warten muss auf meinen Asylbescheid, wie ist es, wenn ich von einem Land in ein anderes gehe, wäre für mich nicht geeignet gewesen, das mit irgendwelchen Schauspielern in der Form wiederzugeben. Feld ist Österreich und das Spiel ist, Österreich zu erreichen. Sie und ich auch haben diese Frage gehabt. Wohin will ich? Und das Spiel ist, dieses Ort zu erreichen. Okay, haben wir es geschafft? Sind wir da? Alle. Und das Publikum ist auch mit uns. Und die Frage, bleiben wir? Bleibe ich als Choreografin weiter in Österreich? Sie bleiben oder gehen? Ich bin hier gekommen, weil ich wollte studieren. Hashim ist in Österreich, weil er wollte eine bessere Zukunft für sein Leben. Wow. Ich bin hier in Österreich, das ist mein Leben. Hier die Entscheidung für die Laien, für die Amateure. Und das hat gewisse Qualitäten, finde ich, die darin liegen, dass es noch stärker eine Nähe aufbaut. Warten auf Entscheidungen. Es ist extrem schwierig, eine Gruppe zusammenzubringen, wenn sie nicht alltäglich etwas zusammenteilen, keine alltägliche Aktivität. Und dadurch, die Anwesenheit war sehr unregelmäßig und man weiß es nicht, wie weit man kann wirklich gehen in eine Arbeit mit ihnen. Man weiß es nicht jedes Mal, jede Probe, ob das wird stattfinden, wie man es sich vorgestellt hat oder ganz anderes. So, es ist jede Probe wie eine, ich stelle mich vor, alles ist möglich. Spielt
euer letztes Spiel. Also ich finde, nicht ich finde nur, sondern das war so, dass das Auswärtsspiel einfach das Herzstück vom Festival ist oder geworden ist. Ihr müsst gehen. Euer Spiel ist aus. Ein Ergebnis von dem Ganzen war zum Beispiel am Sonntag nach der Vorstellung, wo dann aus dem Publikum spontan jemand irgendwie aufgestanden ist und dann gesagt hat, ihr werdet ja im Spiel abgeschoben und ihm ist es jetzt ein Anliegen, irgendwie zum sagen, willkommen in Österreich. Also er freut sich, dass die Menschen da sind und ist aufgestanden und hat ihnen die Hand geschüttelt. Das ganze Publikum, irgendwie 40 Leute, haben sich dann spontan an dem beteiligt und jeder ist hingegangen und hat ihnen die Hand gegeben. Und das war einfach so ein wahnsinnig berührender Moment. Freiheit ist ein Bild, das motiviert das Leben, um flüssig zu sein. Für mich ist es wie ein Mittel, dass man vorstellt sich etwas, eine Aktivität, ein Ziel, ein Wunsch und man geht in diese Richtung. Ich fühle mich frei, wenn ich weiß, wo ich bin und was ich mache. Ich bin jetzt seit 1989, also seit 21 Jahren im Musikbereich aktiv, habe Höhen und Tiefen erlebt, Siege und Niederlagen, Enttäuschungen und Verrat, aber ich habe immer wieder Erfolge gehabt. Flüchtlingsbetreuer zu sein, mit Flüchtlingen zu arbeiten, ist auch was Frustrierendes, weil man das Gefühl hat, der Staat hilft mir nicht bei meiner Arbeit. Ich bin als Flüchtling nicht hier gekommen, um zu bleiben, sondern ich bin hier gekommen, um zu überleben. Seit dann 15 Jahren, also vor 15 Jahren, habe ich dann gedacht, als nachdem ich Asyl bekommen habe, habe ich dann gedacht, ich möchte hier bleiben. Das Volk, zu dem ich gehöre, muss dafür sich einsetzen oder soll für uns einsetzen, dass die Flüchtlinge die Möglichkeit haben, ihr Brot, vor allem ihr ganz normale Brot zu verdienen. Das ist nicht wirklich viel verlangt. Auf der einen Seite gibt es eine Arbeitslosigkeit und immer diesen Schrei nach die Ausländer, sie kommen, nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine reelle Not nach flexiblen Arbeitskräften sozusagen, die Sans-Papiers gewissermaßen darstellen. Ich habe keine Chance zum Arbeiten und richtige Bewilligung von AEMS. AEMS machen nichts, nie richtige Bewilligung, weil ich habe keine richtige Paragraph oder positiv aus Wien, das Bundesland. Auch die Frau Schotter-Mitzi wird vergehen, wie andere vor ihr vergangen sind. Und am Ende wird das Menschenrecht siegen. Wir gehen auch deswegen mit dem Festival in den öffentlichen Raum, weil wir der Meinung sind, man muss den öffentlichen Raum auch erobern. Man darf ihn quasi nicht dem, zum Beispiel auch dem Konsum überlassen. Es fühlt sich frei an, wenn man auf der Straße sich einfach hinlegen kann und einfach machen kann, was man will. Man nimmt dieses Gefühl mit aus der Performance und das ist bis zu einem gewissen Punkt, das ist auch, was wir den Zuschauern weitergeben wollen. Also diese Freiheit, sich des öffentlichen Raums anders anzunehmen, als so wie er einem einfach von der Gesellschaft übergeben wird. Fast Forward hat für uns schon eine sehr große Nähe zu dem Begriff Freiheit. Weil diese Projektserie sich ganz stark mit Verhalten und Verhaltensregeln im öffentlichen Raum auseinandersetzt. Die Tatsache, dass man bei Fast Forward einerseits die totale Freiheit hat, nämlich aufgrund der Instruktionen von anderen sich zu bewegen, also plötzlich irgendwie laut zu schreien oder sonst was zu machen im öffentlichen Raum, was ja eher so mit vorauseilendem Gehorsam einfach nicht gemacht wird. Andererseits aber über diese kollektive Fernsteuerung, eben die MP3-Player oder eben dem Performer zu folgen, du einfach wieder ein Stück deiner Freiheit abgibst. Es ist eben schön gewesen, dieses Jahr zu erfahren, dass es eben im Bahnhofsviertel eben auch ein viel bunteres, zum Teil auch irgendwie aggressiveres, aber auch viel offeneres Salzburg geben kann, als dieses
könnte man sagen, alte Salzburg. Also hier hat man mit Migranten zu tun, mit Sammlern, mit Reisenden, mit einfachen Büroangestellten. Das ist ein sehr breiter Schub durch die Gesellschaft. Das neue Salzburg ist bedeutend spannender. Freiheit heißt jedenfalls, sich ausdrücken zu können und die Gesellschaft mitgestalten zu können. Und da stoßt man eben, wie ich in meinem Verfahren gesehen habe, sehr, sehr schnell an Grenzen. Und es bedarf sehr viel Mut, diese Freiräume zu erkämpfen, die man braucht, eben um Freiheit leben zu können. Die Diskussion Freiheit stimmt mit Sicherheit hat im Wesentlichen zum Thema gehabt, dass jedes Plus an Sicherheit vom Staat her ein Minus an Freiheit für den einzelnen Bürger oder die Bürgerin bedeutet. Also ich bin wahrscheinlich für 278er in der Praxis zuständig. Trotz Jahrzehnten von Aktivismus, muss ich sagen, hat die Naivität noch bis vor ungefähr 2,5 Jahren gereicht. Da wurde ich plötzlich eben am 21. Mai 2008 eines Nachts von einem Polizeikommando überfallen aus heiterem Himmel. Dann haben sie mir diesen Paragraph 278a vorgehalten. Kriminelle Organisationen, ich habe mir gedacht, das bin nicht ich, das sind wir natürlich nicht. Dann haben sie das Haus durchsucht, dann haben sie mich mitgenommen. Dann bin ich letztendlich in einem Gefängnis gelandet. Dass das so weit gekommen ist, zeigt, also es betrifft wirklich alle. Diese staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten sind keine Selbstverständlichkeit. Und das kann man exemplarisch an einigen Beispielen sehr gut zurzeit festmachen, wo eigentlich Dinge, wo unsere Väter und Müttergenerationen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich durchaus dafür gekämpft haben, wir scheibchenweise eigentlich wieder abgeben. Ich habe bei einer Baustellenbesetzung mitgemacht gegen die Ensnahe Transitstraße, die, glaube ich, ist jetzt nämlich die einzige erfolgreiche Baustellenbesetzung in Österreich. Damals war das viel Spaß, es war viel Sinnvolles dabei und die Autobahn gibt es bis heute nicht. Ich bin froh, dass ich damals dabei war. Ich weiß nicht, wie das ausschauen würde, wenn das heute passieren würde. Ich möchte euch die Sorge mitteilen, dass viele NGOs mit einem Bein im Strafrecht stehen. Zunächst einmal muss man erkennen, meine ich, dass Mächtige eigentlich immer schon, auch historisch, ihre Macht mit allen Mitteln und auch mit solchen § 278a Mitteln verteidigen wollten und wollen. Und dass das nicht ein neues Phänomen ist, sondern wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, dann geht's. 9/11, das war wirklich ein Paradigmenwandel. Das heißt, von da an ist eigentlich alles durchgegangen. Und das wird natürlich das Protestpotenzial enorm steigern. Das heißt, wir haben hier so eine Art Paradigmenwechsel oder auch Zeitenwende, wo mein Verdacht ist, dass wir schon sehr nahe eben nicht einem Apartheidstaat sind, sondern sehr nahe einer Art Wirtschaftsdiktatur. Was ich heute so ambivalent finde, ist, dass es eine selektive Form von Überwachungsstaat gibt oder eine selektive Form von privaten Daten gibt, in die die öffentliche Hand sich Zugriff verschafft. Was sehr gut funktioniert hat, ist das Ganze mit der Subkultur und dass das Private und das Kulturelle alles so wahnsinnig politisch ist. Und dabei hat man die Augen sozusagen, um in Fußballmetapher zu sprechen, vom Ball genommen. Und in der Zwischenzeit ist das passiert, was David Harvey sozusagen die Wiedereinführung der Upper-Class-Herrschaft betrifft. Und das ist heute eigentlich ein wahnsinnig gut funktionierender Mechanismus zur Normalisierung geworden. Wir sind es irgendwie, ich weiß, nicht so gewohnt, dass man tatsächlich bei diesem Rechtsstaat in ein Vakuum gerät, wenn es um gewisse politische Verfahren und um gewisse politische Vorgehensweisen der Mächtigen geht. Man kann hier viele Dinge, die an einem eigentlich zustehen, wo man Grundrechte hat, schlicht und einfach nicht umsetzen. Und das erschüttert, wenn man an den Rechtsstaat und an die Demokratie glaubt. Und das sollte unmittelbar motivieren, dass man hier eine Änderung erreicht. Und lassen wir am Ende Peter Handke als großen Warner sprechen. Es war eine große Zeit für mich. Es hat für mich in diesen 3-4 Jahren etwas gegeben, da meint er die Jahre um 1970 herum, es hat für mich in diesen 3-4 Jahren etwas gegeben, das danach nie mehr war. Ich mache da keinen Unterschied zwischen Beatles und Stones, Yardbirds, Small Faces, The Who, ja sogar die Hollies und Herman Hermits. No Milk Today war eines der schönsten Lieder für mich. Das waren ein paar Jahre, da stand die Welt offen durch diese Lieder. Und die Welt ist immer noch offen, aber sie wird nicht mehr benutzt, diese Offenheit.
ohne all dem Rhythmus, all dem Klang, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Schönen Abend. Yeah. Die Sage beginnt, wo die Sage endet. So mancher Versage blendet, egal Radio Gaga sendet. Herzlich willkommen zum ersten Poetry Dead or Alive Slam hier in Salzburg. Schön, dass ihr da seid. Wenn die Welt im Schnelllauf, aber Leerlauf an dir vorbeisaust. Wenn die Welt im Schnelllauf, aber Leerlauf an dir vorbeisaust. Du nimmst alles in Kauf, du raufst dich durch mit deiner Faust, Schlag auf Schlag, ein Schlagabtausch im Dauerrausch. Was, glaube ich, gerade bei Poetry Dead or Alive einfach sehr inspirierend ist, ist sozusagen diese Klassiker herauszufordern durch meine eigenen Texte, durch meine eigenen Überlegungen, eben gerade jetzt zu Freiheit und Flucht, wie beim Festival. Warum bin ich Titularbar? Warum bin ich bloß ein Titularbar? Und woher kommt das, dass ich ein Titularbar bin? Das, was wirklich toll ist bei den toten Dichtern, ist, dass man Literatur und auch die Personen dieser vielleicht schon etwas älteren Literatur damit wieder eigentlich lebendig machen kann. Weil ich mir hundertprozentig sicher bin, wenn man nur die Texte von diesen Autoren einfach lesen würde im Rahmen einer Lesung, dann würden kaum junge Menschen kommen und sich das anschauen. Ich bin Ferdinand der Achte. Ich bin der König von Spanien. Ich bin frei. Heute Abend hier im Team der lebenden Dichter begrüßt sie mit uns, hier ist Mieze Medusa! Die Zeiten sind schlecht. Seit einigen Jahren regiert der Mann mit dem Strahlemann-Lächeln und der Parteifarbe in den Augen der Stadt und hat mit Wien das gemacht, was Heide und seine Bubelpartie mit Kärnten gemacht haben, nämlich einen fetten Bankrott. Ich stelle mir den Himmel vor. Er ist so groß, dass ich sofort einschlafe, um mich zu beruhigen. Beim Aufwachen weiß ich, dass Gott etwas kleiner ist als der Himmel. Sonst würden wir beim Beten verschreckt da und einschlafen. Ich habe eine Zusage als Näherin in der Textilfabrik. Erst haben wir bei uns die Jobs ins billige Außen abgeschoben, jetzt ziehen wir uns selbst hinterher. Die gerösteten Auberginen meiner Mutter riechen überall wie zu Hause, egal in welchem Land wir sind. Meine Mutter sagt, dass wir im Ausland viel mehr von unserem Land haben, weil das ganze Essen unseres Landes ins Ausland verkauft wird. Ich telefoniere mit Mama, ich habe so viel Geld, wie ich kann. Es scheint nie genug zu sein. Ich habe den Überblick verloren, wem ich was schulde. Meine Mutter weint am Telefon, irgendwann ist sie verschwunden. Ich rufe alle an, keiner weiß was. Mein Bruder ist auch weg. Mein Vater sagt, wir gehen ins Paradies. Was Paradies, sagt meine Mutter? Hier sind die Hunde wichtiger als Menschen. Wenn ich meiner Familie schreibe, dass die Regale im Laden voller Hundefutter sind, denken die, ich bin verrückt geworden. Als ich wieder zu mir komme, sitze ich gefesselt und angeschnallt in einem Flugzeug. Eine Hand mit Gaffertape nähert sich meinem Mund. Ich atme ein und hoffe, dass mein Atem für den Rückflug reicht. Ja, fangen wir doch gleich bei Paul an. Er hält eine 8,2 nach oben. Und 25,9 Punkte für Aglaya Veterani. Für eine tote Dichterin am heutigen Abend. Du stehst da von dem balanciert fließenden Wasser und wirst einen Stein, sodass er springt. Er springt über die Wasseroberfläche und ich denke mir, lass uns genau so leben, auf der Grenze zum Untergang leben. Lass uns Stein sein, lass uns Werfer sein und Wasser. Nimmer gite ba, nimmer nimmer gite gite ba 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 Paukenschläge. Yeah. Boah, ich will gern helfen. Doch bin ich selber ratlos. Ja. Ich hätte gerne Durst, mich doch versinken im Chaos. Denn wenn ich mit Gefühl zeig, wie's aus wie falsches Pathos. Ich bin mich planlos, ratlos, zahnlos. Ich bin mich planlos, ratlos, zahnlos, ratlos. Egal was ich tu, ich bin ratlos.